Hey ho, der Vorbuddler ist wieder bei einer seiner Lieblingstätigkeiten. Nicht nur scharfe Scheren, die er jetzt hier wirklich 20, 30, 40 Folgen lang gesucht hat, sondern eben auch beim Scouten, beim durch die Gegend rennen, beim Pfadfinden und beim Inventar vollstopfen, sehe ich gerade. Ist immer völlig, also ist mir jetzt schleierhaft, wie ich jetzt hier das. Naja, Lapis habe ich auch mitgenommen. Was ist denn das? Ich habe hier gerade was gehört. Unter mir ist, glaube ich, eine Höhle und da. Ja, mal weg. Komm, ich lasse die Wolle auch liegen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir den Weg zurück nach Bad Schönfels finden. Dass ich das Gebirge richtig in Erinnerung habe. Müssen wir da hinten durch. Wow. Und ich schwimme ja rüber. Ah. Also ich finde das irgendwie auch schön, jetzt zurückzukehren. Ne? Also, ich sag mal, wir haben hier aus diesen ganzen Beta Gedöne 1.9, keine Ahnung, da haben wir doch schon eine Menge draus gemacht, finde ich. Fand es wirklich gut, dass wir uns das angeguckt haben hier alles. Und wir werden ja vielleicht auch zurückkehren. Das heißt vielleicht, aber höchstwahrscheinlich. Obwohl, ich habe ja schon mal gesagt, bin mir nicht so wirklich sicher, wie es dann weitergeht, wenn die Vollversion erstmal erschienen ist. Ob wir dann nochmal doch vielleicht, ob ich da vielleicht doch nochmal lieber was Neues anfange, neue Serie. Wie gesagt, ich muss mich auch mit den ganzen neuen Sachen erstmal. Was für eine coole Schlucht hier. Ich muss mich mit den ganzen neuen Features auch erstmal richtig beschäftigen. Tränke brauen. Ich möchte das ja auch alles können und irgendwie halbwegs verstehen. Habe ich mich erschreckt. Ich dachte, da käme was Großes runter. Wie das war bei der Überhang da. Ich komme mir so gerade so ein bisschen vor, wie als kleiner Junge, wenn man so alleine durch den Wald geht oder in den Keller, dann pfeift man auch ganz laut und erzählt sich was oder singt ein Lied oder so, ne, damit man von seiner eigenen Angst ablenkt und die Geister wirklich noch mehr anlockt. Ah, ich bin aber jetzt, okay, die Richtung, wir können da ja eigentlich nicht viel falsch machen, wenn ich jetzt hier weiterlaufe in diese Richtung, will nur auch nicht zu weit vom Kurs abkommen. Wobei, bei den Seeds, wie die hier so generiert werden, werden wir das dann wohl schon merken, wenn wir vom Kurs abkommen. Werden wir vor einem riesigen Ozean stehen oder einem großen Loch oder irgendwas, keine Ahnung. Da oben auch relativ viele von diesen fliegenden Bauten, ne? War alles mal weg, aber gut. Ach, das wird schon alles wieder. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ist nur halt. Dafür, dass alles neu ist. So, ich glaube, mit der Schere kann ich einen eventuellen Creeper irgendwie nicht beeindrucken. Das habe ich schon mal versucht. Ich wollte schon mal einen Creeper scheren, ne? Aber ich dachte, man könnte vielleicht so den Sprengstoff abmachen. Abziehen. Oh, Entschuldigung. 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 Ich hab dich jetzt für einen Sprengwurm gehalten. Ein bisschen Wolle nehme ich mit. Ach, mehr brauche ich nicht. Ich hab Inventar voll. Inventar voll. Boah, renne ich richtig. Leute, renne ich richtig. Ich kenne die Gegend jetzt nicht wirklich. Ich überlege gerade, wie kommen wir. Wir hatten da auch mal so einen Pinienwald kurz vor dem Gebirge irgendwie, wo wir dann auch noch geschlafen haben. Boah, ich weiß aber jetzt nicht, ob ich nicht schon so weit vom Kurs abgekommen bin. Es geht die Sonne unter. Ach du meine Güte. Machen wir das folgendermaßen. Alles kein Problem. Wir haben eine Schaufel dabei. Ich grab mich schnell ein. Erde reicht. Ist alles nicht so wichtig. Ach, ein Ei haben wir auch noch dabei. Verstopft uns auch alles jetzt hier. Da brauchen wir doch alles überhaupt nicht. So, bauen wir hier so eine schöne Fackel hin. Hier kommt ja nichts durch. Jetzt erweitere ich kurz die Höhle etwas. Das geht ruckizucki. Brauche ich auch nicht viel. Hier, das reicht, glaube ich, schon. Und dann lege ich mir meinen Schlafsack dahin. Und dann wird erstmal schön ausgeschlafen.
Da halten wir uns gar nicht lange auf, ne? Bin jetzt immer still wegen Lauschen. Starte hier den Lauschangriff gegen Sprengwürmer. Also mein Gefühl sagt mir, oh, ich bin irgendwie, glaube ich, schon zu weit nach links. Ah, oh. Keine Panik. Keine Panik. Was ist das denn da vorne? Steppenland, oder wie? Lass mich hier mal vorbei. Ah, doch, ich erinnere mich. Wir sind hier über so einen Küstenstreifen, über einen, so einen Streifen gekommen. Ja. Den hatte ich gesehen. Das sind solche landschaftlichen Merkmale, die ich mir immer so einpräge, ne? Die ich dann, wenn ich hier bauen würde, würde ich auch versuchen, die dann nicht zu zerstören. Das sind für mich so Naturdenkmäler. Das ist einer meiner Macken. Das machte ich schon immer. Solche ganzen so komischen Spalten und ja, komischen Zapfen, so, ne? Dass ich dann alles stehen und. Aber das ist gut, wenn ich jetzt hier durch den Wald renne. Ich denke, das ist schon keine schlechte Idee. Aber ich bin natürlich ordentlich relativ vom Kurs immer ab, schon nach ein paar Metern, weil ich glaube, wir sind schon an zwei Schutzhütten vorbei oder sowas. Ja, gespannt, wie weit man kommt. Also spektakulär, spektakulär. Hatte ich hier in der Nähe nicht auch das Problem, dass der 1.8 dann irgendwie nicht nachkam? Boah, was ist denn hier los? Meine Güte nochmal. Ach du Herrje. Ah, das brodelt ja richtig. Ob da auch eine Mine ist? Also, das ist ja toll. Ich renne mal weiter. Ich will mich einfach mit dem Weg vertrauter machen. Ich denke mal, jetzt. Ah, seht ihr, da ist das Boot. Genau. Hahaha. Super. Ja. Das ist ja toll, dass es noch da ist, ne? Ich hätte da jetzt gedacht, das hat alles gar keinen Sinn. Sondern weiß ich nämlich. Ach, da sind wir noch. Ach, das Gebirge, was ich meinte, das kommt erst noch viel später. Das kommt da vorne, glaube ich, erst. Das ist das Gebirge, wo wir dann. Was so groß war. Und so spektakulär habe ich mich gerade, das war ja Zufall, dass ich dann da in die richtige Richtung gelaufen bin. Wo muss ich denn hin? Warte mal, Moment mal, Sekunde. Hier hatte ich ja auch noch irgendwo ein Erdloch gebuddelt. Hier, ne? Oder? Wo war denn das? Da vorne? Nee. Hier? Was? Wo? War das schon hier? Ich steig mal aus. Hier drin, in dem. War hier nicht ein Erdloch? Da! Eine Fackel. Haha, hier war ich schon mal. Das ist ja super. Sofort merken. Das Boot bringt uns jetzt nichts mehr. Sonnenstand ist. Ach, es steigt ja noch. Es ist ja noch nicht mal das Mittag. Ja, man verliert völlig das Zeitempfinden. Ich achte da gar nicht drauf. Ich achte jetzt nur auf den Weg. Ich meine, hier sind wir durch den Sumpf gekommen, ja. Da lang, ne? Hier über den Berg irgendwie, Hügel. Ich weiß es nicht mehr. Wie war das denn? Sind wir hier runtergekommen? Irgendwie, Ich meine, hier war noch irgendwas, dass der 1.8 noch irgendwo in so ein Loch gefallen ist oder so, ne? Und dann habe ich noch mit dem geschimpft.
schon so ein kleiner Tamagotchi-Effekt, ne? Mit so einem Hund. Aber jetzt kann ich aus Hüpfen aufhören, ne? So. Eieieiei. Ich bin ein bisschen vom Kurs ab, aber ich bin mir jetzt auch wieder nicht sicher. Ja toll, jetzt ist wieder der Fall, dass ich keine Schafe brauche. Ich brauche jetzt definitiv keine Schafe. Und da latschen die mir ständig von Füßen rum, ne? Es ist immer so. Na. Schwimm hier mal rüber. Einfach mal einen Überblick. Boah, bin ich jetzt schon zu weit links oder na? Das ist doch auch nicht das Gebirge, was ich meinte, oder? Wie dem auch sei, ich glaube, da geht es weiter. Schwimmen wir wieder rüber. Schwimmen ist ja auch gesund. Ja. Hält einen fit. Schweinchen, ne? Ja. Ihr habt ihr ein schönes Leben, ne? Schaf kannst deine Wolle auch behalten. Will ich jetzt nicht. Was ist das denn da? Ein Dorf? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da ein Dorf hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da ein Dorf hatten. Das habe ich nicht gesehen auf der Hinreise. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Und ich werde jetzt natürlich auch nicht... Obwohl, es kann schon sein. Dann habe ich das einfach so völlig verdrängt. Ich kann mich nur an das erste Dorf in der ersten Wüste direkt neben Bad Schönfels erinnern, wo ich gesagt habe, ach komm, hier ist es noch überhaupt nicht so richtig weit. Haben wir noch kaum gelaufen, so vom Gefühl her. Oh, das sieht aber toll aus. Da so an dem Wasser direkt so ein hohes, so eine große Mauer. Schön in den Hang da reingesetzt, ne? Schön verteilt die Häuser. Felder noch da vorne, schön. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Bin ich wahrscheinlich wirklich vom Kurs abgekommen. Macht nichts, Richtung stimmt, aber... Ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders. Ich werde mal einen kurzen Blick riskieren, ob ich nicht... Ich kann mich echt beim besten Willen nicht erinnern. Bin ich hier nur, wenn dann nur durchgejagt. Hier sind doch keine Bärts da. Keine Mutanten zu Hause. Aber ich habe eine Idee, wir könnten ja vielleicht dieses Dorf ausbauen und so mit Zaun und... nein, okay. Dann schnell weiter. Das bringt mir jetzt hier nichts, weil ich das auch, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ist denn jetzt los? Wüste? Macht mich nicht schwach. Ja, ich bin hier an dem Punkt, wo ich mich gar nicht mehr erinnere. Ich renne mal jetzt lieber hier über das Grüne. Über durch die Wüste will ich da jetzt nicht. Bin ich da jetzt auch durch eine Wüste? Ich bin durch eine Wüste gekommen, aber doch nicht hier auch schon noch. Bin ich durch zwei Wüsten gekommen? Ach, wisst ihr, das ist ja auch völlig egal. Ja, meinen die auch, ne? Ich werde jetzt hier einfach mal weiterlaufen. Es ist doch wirklich egal, ob jetzt ich... Solange die Richtung stimmt, ist das doch wirklich alles nicht schlimm. Mal gucken, dass wir jetzt hier rüberkommen. Ah, doch, ja, hier erinnere ich mich dran. Hier erinnere ich mich dran. Da war Wüste und dann war hier so ein bisschen grün mit diesem See. Spannung. Ja, ja, hier. Und dann kam ich von dieser Richtung, kam ich irgendwie. Und sag jetzt bloß nicht, das ist das erste Dorf schon. Da sind wir ja fast zu Hause. Ha. Hä? Das ist ja schon... Na gut, das schaffe ich nicht mehr. Ne? Ich muss hier schlafen.
Aber ja, Moment, wenn das ist wirklich das. Ja, das ist das. Das ist das Dorf direkt neben Bad Schönfels, das erste Dorf. Puh. Ja, sicher. Hier haben wir noch einen Enderman gesehen und hier war dieser versteckte Eingang da unten. Ah, super. Und auch alles noch da, nur noch nicht zerstört und zerhackt, ne? Durch die ganzen Updates. Ist ja schon ein bisschen riskant, was wir hier so machen mit diesen ganzen Updates. Also einer Map. Also theoretisch müsste das alles gehen, aber man weiß es ja nie, ne? Man ist immer ein bisschen riskant. Und wenn man da so eine fette Serie drauf laufen hat auf so einem Level und so, das ohne Backups mache ich sowas nicht, ne? Jetzt ist. Ach, Halbmond, ne? Abnehmend. Ja, woran erkennt man das? Bei zunehmend ist die Rundung so wie eine Klammer zu. Merkt euch das. Ne? Das ist zunehmender Mond. Dann wird der immer mehr. Jetzt abnehmend, also demnächst. Nächste Nacht wird es noch weniger Mond. Was war das denn da? Nordlichter? Also ich gehe jetzt lieber rein. Ich lasse mich hier nämlich schon wieder rauslocken und. Dann ist ja total verwurschtelt hier das Dorf, ne? Ist ja völlig krumm und schief. Da hätten wir mehr Arbeit mit gehabt, als mit unserem Dorf, das immer noch keinen Namen hat. Komm. Ich will nach Hause. Ich will nach Bad Schönfels. Ich schlafe jetzt hier eine Runde. Gesättigt bin ich auch noch. Schlafsack wird wieder ordentlich durchgelüftet, ausgeschüttelt, zusammengerollt. Am besten gar nicht lange stehen bleiben. Ja. Und wie habe ich das denn damals gesehen? Da war auch ein Fluss in der Nähe. Da habe ich das über einen Fluss, habe ich das wahrgenommen. Oder? Nee. Ach, jetzt sind wir doch eh fast da. Ach, guck mal hier. Pfeile, Knochen, Gammelfleisch. Ruhig einsacken. Falls wir einen neuen Wolf finden, dann können wir dem das Gammelfleisch geben. Ach doch, hier drüber bin ich. Bin ich nicht hier so rüber? Ich meine jetzt hier so, ne? Blubber, blubber. Ein Stück an der Küste entlang gelaufen, meine ich. Was kam dann? Steppe? Ja, sieht dann auch Steppe aus. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Steppe, Wüste, alles dasselbe. Hoho. Boah, da sind wir fast in Bad Schönfels. Bin ich aber wirklich auf der Hinreise wirklich schnurstracks gerade ausgerannt, offenbar. Das ist jetzt auch so, also ich erinnere mich in meiner Showwelt damals. Da habe ich auch so eine Reise gemacht und das war irgendwie. Der Rückweg war ziemlich schwierig, also mich ein paar Mal verrannt. Aber schwierig wird es, wenn man natürlich den optimalen Weg finden möchte, um da jetzt wirklich auch vielleicht eine Straße anzulegen. Oder Fackeln zumindest aufzustellen, die den Weg markieren. Grenze. Ja, und die Grenze zwischen 1.7 und 1.8 ist das hier. Der tolle neue World Generator hatte zum Beispiel. Naja, okay. Nie wieder so. Ne? Nicht meckern. Was ist das denn? Hallo? Eis? Eis hier? Mach keinen Ärger. Bin ich jetzt doch zu weit links, rechts, geradeaus? Keine Ahnung. Ja? Nee, ich bin durch so ein Waldstück gekommen hier. Da liegt Eis auf dem Wasser. Ey, wenn jetzt doch der Seed kaputt gegangen ist irgendwie, ne? Das wird dann aber mittelprächtig dramatisch. Hier sind ja auch so andere Bodenverhältnisse mit einem Mal. Naja, warten wir es einfach mal ab. Nee, nee, das ist richtig. Das ist richtig hier. Da war so ein grünes Stück noch.
bin Optimist und bleibe Optimist. Schön, dass das dunkelblaue Wasser da. Ach, hier sind doch solche. Doch, hier sind wir noch richtig. Ja. Ah, ich glaube, es klappt. Ich drehe das jetzt auch noch zu Ende hier. Bis wir ankommen. Noch gar nicht draufgegangen. Aber es kann ja noch kommen. Obwohl wir jetzt schon langsam gleich an die Goldeihöhle kommen müssten. Da geht es lang. Hier rüber kraxeln. Hier so. Bin jetzt schon etwas schlapp vom vielen Laufen, ne? Schon Blasen an den Füßen. Richtig ekelig, ne? Die platzen immer auf und so. Na okay. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Das lassen wir mal lieber. Boah, Leute. Genießt mit mir die Schönheit der alten 1.7er Seeds. Beziehungsweise, das ist ja, glaube ich, noch ein 1.4er, 5er Seeds oder so, keine Ahnung. Blühende Landschaften. Ja. Wunderschön. Unser Bad Schönfels liegt vor unserer Nase. Aber ich gehe jetzt da nicht mit euch rein, sondern das mache ich in der nächsten Folge. So in aller Ruhe. Und dann gucken wir uns nochmal alles schön an. So als richtig schön. Ich habe da richtig Lust drauf, weil das echt so ein Heimwehgefühl jetzt gerade so erzeugt. Naja, ich will euch jetzt ja nicht voll quatschen. Und guck auch nochmal lieber so ein bisschen, ne? Aber das ist ja super. Ah, Goldeihöhle. Toll. Dieses Tal, so. Sehr schön. Also, unser Zuhause. In der nächsten Folge. Punkt und Schluss. Ne? Macht's gut. Tschüssi.